Nach einem langen Blick auf den Mississippi River verabschieden wir uns von Cape Girardeau. Erstes Etappenziel für heute ist Kairo. Kairo in Illinois, nicht in Ägypten. Auf dem Weg dorthin sehen wir viele Spuren der Hochwasserkatastrophe von Mai und Juni dieses Jahres. Viele Felder stehen nach wie vor unter Wasser und so manches Haus hat immer noch nasse Füße. Man munkelt, grüne Männchen aus dem All seien schuld am Hochwasser. Der Windgott ist uns heute mehr als gnädig gesonnen und ein kräftiger Rückenwind schiebt uns Richtung Süden. Nach weniger als 3 Stunden erreichen wir Kairo und sind erschüttert. Als der Mississippi River noch die Lebensader der USA war, als Dampfschiffe der letzte Schrei und die Eisenbahn noch in ferner Zukunft lag, damals, zu Zeiten des jungen Mark Twain, war Kairo eine blühende Hafen- und Handelsstadt. Vom Glanz der frühen Tage ist heute nichts mehr übrig. In Kairo fehlt mehr als nur der Lack. Die Stadt ist todkrank. Die Innenstadt, und das sind Bilder von der Innenstadt, verfault bei lebendigem Leib. Wie so viele Städte entlang des Mississippi River liegt auch diese Stadt im Sterben. Kairo befindet sich am südlichsten Punkt von Illinois. Um nach Kentucky zu gelangen, müssen wir den Ohio River auf einer dieser unangenehmen, engen Brücken überqueren. Gut, dass heute Sonntag ist und kaum Trucks unterwegs sind. Wir nehmen kräftig Anlauf und bei Kilometer 850 sind wir in Kentucky angekommen. Columbus in Kentucky ist heute unsere Endstation. Und dort werden wir bei angenehmen Temperaturen um die 35 Grad und einer Luftfeuchtigkeit von knapp 84% das Zelt aufstellen und versuchen, nicht in unserem eigenen Schweiß zu ertrinken. Bis dann. Ciao. Der Rückenwind bleibt uns treu und wir fliegen mit 25 bis 30 Stundenkilometern nur so dahin. Nach wenigen Kilometern legen wir am Fort Jefferson Memorial Cross eine kurze Pause ein. Und weil wir schon Pause machen, denen schadet nie. Dann erliegen wir wieder dem Tempowahn und brettern auf den einsamen Landstraßen unserem Etappenziel entgegen. Wir zelten im Belmont State Park in Columbus, Kentucky. Abgesehen von den erstklassigen Gastköchen aus Bayern, beglückt der auf einer Anhöhe gelegene Belmont State Park den Besucher mit diesem Ausblick. Das sind Mildred und George. Sie bieten uns eine Mitfahrgelegenheit in den Sonnenuntergang an. Wir sitzen beim Pickup-Truck. Jetzt war der Ladefläche. Wir gehen am Gartensteuer von jemandem, den wir auf dem Campingplatz getroffen haben. Die wollen uns was zeigen, haben aber bloß Platz für 2. Und dann haben sie gesagt, naja, dann nehmen wir euch mit auf der Ladefläche, dann stellen wir 2 Gartenstühle drauf. Und das haben wir gemacht und jetzt sind wir unterwegs. Und ich bin gespannt, das ist jetzt eine sehr nette Leine. Wir haben schon das Frühstück was hergekriegt, zum Essen, zum Trinken. Und ja, so sind sie halt. Nächste Station, Tennessee. In Samburg am Real Foot Lake freuen wir uns auf den nächsten Pausentag. Der See verdankt seine Existenz übrigens einem gewaltigen Erdbeben, das im Jahre 1811 eine riesige Delle direkt neben dem Flussbett des Mississippi River schuf und dazu führte, dass dieser einen Tag lang rückwärts floss, bis aus der Delle ein See geworden war. Das ist die Polizeistation von Samburg. Öffnungszeiten Montag und Freitag von 8 bis 12, am langen Mittwoch von 8 bis 16 Uhr. Den Rest der Woche mögen sich die Samburger bitte benehmen, ja? Was kein Problem sein sollte, da es nicht so viele Samburger gibt, dafür umso mehr freie Grundstücke. Aber man lässt sich hier nicht lumpen. Samburg proudly presents den Spicer Park, eine wohnzimmergroße, hübsche und penibel gepflegte Grünanlage am Ufer der Hauptattraktion der Gegend. Ladies and Gentlemen, Sonnenuntergang am Real Foot Lake. Am nächsten Morgen lassen wir es in unserem jugendlichen Leichtsinn flott angehen. Angie gibt ein Tempo vor, dem ich kaum folgen kann. Während einer kurzen Pause lauschen wir fasziniert den Brüllgrillen Tennessees.
endlose Straßen geben einem das Gefühl, nicht vom Fleck zu kommen. Und die Sonne brennt von Minute zu Minute erbarmungsloser auf uns herab. Radeln im Backofen. Die 104 Kilometer der heutigen Etappe wirken plötzlich doppelt so lange. Heute haben wir wieder einen von den wahnsinnig heißen Tagen erwischt. Und natürlich sind wir ein bisschen später losgefahren. Das heißt, wir sind jetzt mittendrin in der Nachmittagshitze. Und bei den Pausen muss man abkühlen. Wie geht das? Mit sowas da. Und was ist das? Als nach einer längeren Steigung auch der Ventilator kaum noch hilft, treffen wir auf Charles Parker. Er ist für die Grünanlagenpflege zuständig und weiß einen Wasserhahn mitten in der Wiese, den er aber wegen des falschen Schlüssels leider nicht für uns aufschließen kann. Aber dann fällt ihm ein, dass gleich hinter der Kirche noch ein Wasserhahn ist. George, das war die Rettung und du hast deinen Platz in der Hall of Fame dieser Tour sicher. Wir sind restlos erledigt, als wir im Hotel ankommen. Angie hat mich gerade gefragt, was ist stärker, der Wille oder die Idiotie? Das passt für den heutigen Tag. Also wir haben es geschafft, aber wir sind geschafft. Extremo. 105 Kilometer, beinahe hätte ich gesagt, vorher habe ich es auch gesagt, lumpige 105 Kilometer, aber vor 80 Kilometer ohne Schatten, bei einer ziemlichen Hitze. Und was ich noch gar nicht erwähnt habe, als ich vorher vielleicht 300 Meter vor dem Hotel zur Tankstelle abgebogen bin, um mir noch ein Kaltgetränk meines Vertrauens zu besorgen, ist die Hintertaschen runtergefallen, also eine von den zwei Hintertaschen. Und zwar deswegen, weil die Halterungen ausgerissen sind. Wunderbar, oder? Joe, endlich die erste Panne. Aber ich habe schon repariert. Schauen wir mal, ob es hält. Gute Nacht. Nächster Halt, Memphis. Wir betreten die Stadt durch den Hintereingang. Es empfiehlt sich, diese Vororte nur tagsüber und auch dann ohne unnötige Pausen zu durchqueren. Gang-Shootings, also Schießereien zwischen verfeindeten Banden, stören hier immer wieder die Nachtruhe. Als wir schließlich den gepflegten Radweg entlang des Mississippi River erreichen, atmen wir auf und fahren am Flussufer entlang schnurstracks zum Mud Island River Park, der, wie der Name schon andeutet, auf einer Insel zu finden ist. Dort suchen wir uns einen Platz in der ersten Reihe und genießen den fantastischen Blick auf die Skyline von Memphis. Danach schlendern wir durch die berühmte Beale Street, der Straße des Blues.